Moin, Hardy Boy hier. Heute checken wir mal Shichimi aus. Eines der PS Plus Spiele, die es ja diesen Monat umsonst gab. Und ich habe das Spiel gestern schon mal kurz gespielt. Und ich kann nur sagen, boah, nee, da kann ich nicht was sagen. Das ist so bekloppt, das Spiel. Das ist so bekloppt. Aber irgendwie lustig. Machen wir einfach mal eine kleine Runde. Natürlich auch normal. Ich meine, man kann hier noch Tutorial spielen, dann Guppy. Komm, das ist doch für Noobs. Dann gibt es hier noch einen Hardcore-Mount irgendwie, einen schwereren. Habe ich noch nicht freigeschaltet. Und hier gibt es einen Boss-Rush, wo man einfach nur gegen Bosse kämpft. Und hat auch nur ein Leben und muss gucken, dass man so viele Bosse. Egal. Wir spielen auf jeden Fall normal. Und macht euch auf was gefasst. Ein Player. Also das Spiel ist intensiv. Ja, bunte Haie, die in Konfetti zerplatzen. Oh, nein. Ich meine, wir sind ein Fisch. Aber hier muss man immer ein Power-Up aussuchen. Problem ist, man weiß nie genau, welche man kriegt. Also, nach einer Zeit, klar, hat man es raus, weil ne, die Symbole geben immer dieselben. Aber da muss man auch erstmal irgendwie drauf kommen. Ich meine, jetzt schießen will. Kanonenkugel. Oh, jetzt sind wir unsichtbar. Okay. Finde ich jetzt nicht so gut, weil ich selber nicht weiß, wo ich bin. So genau. Oh Gott, ich glaube. Sind wir gestorben? Ich glaube, ich bin gestorben. Oh Gott, jetzt sind wir groß. Das ist auch irgendwie weniger gut, weil die Gegner treffen dann natürlich besser. Ist klar, ne? Oh Gott. Was ist das? Oh, der Boss, der erste Boss. Oh, wir schießen langsamer. Yeah! Aber der Boss ist relativ einfach. Die danach werden wesentlich schwieriger. Okay, jetzt haben wir wieder die Standardwaffe, okay. Also es ist echt relativ glücksabhängig, wie weit man hier in dem Spiel kommt, weil es kommt echt drauf an, was man für Power-Ups bekommt. Und ich habe keine Ahnung, was alle machen. Jetzt bewegen wir uns schneller. Okay, das ist, glaube ich, ganz gut. Gibt auch noch so Sachen wie, dass man schneller schießt und noch andere komische Schüsse und invertierte Bewegung, was echt schrecklich ist. Nee, nicht. Was ist da? Oh Gott, mehr Gegner. Okay. Oh, der Hüpfburg. Eine Hüpfburg. Nee, ist klar. Ja gut. Nee, die Katze war, glaube ich, echt mies. Die Katze war, glaube ich, echt mies. Jetzt sind wir unsichtbar. Okay, das könnte bei dem Boss vielleicht gar nicht so schlecht sein. Weil der Boss jetzt nicht weiß, wo wir sind, aber ich sterbe trotzdem. Okay. Weil ich auch nicht weiß, wo ich bin. Beim ersten Boss ist das unsichtbar echt gut. Also wieder die Kanonen. Okay. Wie gesagt, ich finde die Kanonenkugeln jetzt nicht so toll, aber es gibt wesentlich schlimmere Sachen. Was ist das? Okay, schneller runter. Ich glaube, das muss man echt eine Zeit lang spielen, bis man irgendwie raus hat, was gibt. Och, oh Gott, nein. Invertierte Bewegung, das ist echt das Schlimmste. Da komme ich überhaupt nicht mit klar.
Pilz, Pilz. Ach ne, die Shotgun. Nein, die ist auch scheiße. Also mir gefällt die überhaupt nicht, keine Ahnung. Ich finde den normalen Schuss oder die Laser finde ich auf jeden Fall am besten. Ah, die Fischkugel. Ja, ja, das ist echt gut, das Ding. Jetzt können wir quasi ein paar Schläge absorbieren. Okay, das war echt mies. Oh. Das war jetzt nicht so gut. Machen wir noch eine Runde, komm. Wenn wir schon dabei sind hier. YOLO! Kann ja nur besser werden. Jetzt sind wir langsam. Langsam ist auch mies. Wenn man irgendwie schnell den Gegnern ausweichen will oder so. Partytime? Was? Okay, cool. Was haben wir denn jetzt für eine... Wir haben irgendeine Maske, oh. Ich habe auch keine Ahnung, was für eine Maske. Ein Hotdog, okay. Oh, jetzt sinken wir zu Boden, okay. Na, ja, das wird, glaube ich, kein Quickkill. Ah. Schokolade ist gut. Damit schießen wir schneller. Oh ja, oh ja, oh ja. So muss das sein. Ja, worum geht's in dem Spiel? Punkte, Highscore. Das ist ein typischer Arcade-Shooter. Nehmen wir wieder den Hotdog. Das war gar nicht so schlimm. Aber jetzt schießen wir aber nicht mehr schnell. Dass das immer nur eine Runde hält, das ist doch echt unfair. Ich will das für immer. Okay. Okay, jetzt bewegen wir uns wieder schneller. Gut. Also gestern habe ich es mal bis Welle 32 geschafft. Und das Spiel wird echt hardcore noch. Der Drache war, glaube ich, auch ganz gut. Ah ja, mehr Schaden. Okay, das sollte jetzt nicht schnell gehen mit dem Boss. Da wir ihn aber nicht direkt beim ersten Mal besiegt haben, gab es jetzt weniger Punkte. Wenn man die direkt beim ersten Mal besiegt, gibt es glaube ich 5 und extra Punkte. So. Keine Ahnung, was wir da jetzt haben. Schokolade, gut. Ah, Schokolade ist einfach das Geilste, kannst du sagen, was du willst. Also, sowohl hier im Spiel als auch sonst ist Schoki echt ein Ding. So. Oh, jetzt sind wir klein, auch geil. Extra Leben, sehr gut. Okay, jetzt schießen wir langsamer machen, dafür aber mehr Schaden. Das ist auch nicht so schlecht. Okay, jetzt schwimmen wir automatisch nach oben. Ah, okay. Ach, leck mich doch mal. Scheiß Drache. Okay, jetzt haben wir
Dann gucken wir schon einen anderen Hut. Also gibt es eine Menge verschiedener Hüte. Ich weiß nicht, ob die irgendwie großen Effekt haben. Also ich glaube manche schon, andere vielleicht nicht. Keine Ahnung. Eine Kassette. Oh, ein Schleifchen. Was zur Hölle. Ich sage, das Spiel ist völlig durch. Okay, wir schon wieder hoch. Was ist da jetzt mit der Musik los? Hat das irgendwie eine Bedeutung oder so? Nehmen wir das. Mehr Gegner, okay. Hallo. Der Basketball war, glaube ich, gar nicht so mies. Ach du Scheiße, was habe ich denn jetzt? Jan Cat! Habt ihr das gesehen? Ich konnte den Schuss blocken. Wie geil ist das denn? Double Speed, okay. Heilige Scheiße. Okay. Nee, Pilz war, glaube ich, mies. Basketball. Unsichtbar, okay. Unsichtbar ist aber mies. Nein, nein! Warum sind wir immer noch unsichtbar? Also wir haben wieder umgedrehte Steuerung. Nein! Oh Gott, ich hasse das. Mehr Schaden. Wir sind immer auch noch unsichtbar. Aber wir sind die Steuerung nochmal. Ich glaube, wir haben gerade ein extra Leben gekriegt. Cannonballs, okay. Autsch, sehr gut. Okay, den Drachen haben wir. Huh. War das unsichtbar? Nee, mehr Gegner. Okay. Was ist das? Oh, Laser. Die Laser sind auch cool. Ich merke, die sind relativ schwach irgendwie. Hm. Mehr Schaden, mehr Schaden. Kerze. Basketball. Was? Was? Das ist was? Was, was, was? Was war das denn? Okay, aber so schlecht war es ja gar nicht. Ja, das nur mal kurz so. Um zu zeigen, also ich finde es total bekloppt, das Spiel. Ist irgendwie super lustig und so für zwischendurch kann man da einfach mal eine Runde spielen und so. Man kommt relativ schnell rein, aber ich glaube, um da wirklich weit zu kommen, ist das echt hart, aber na. Vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen. Vielleicht konnte er eine Anregung sich holen. Unser Spiel selber runterladen, wie gesagt, das ist diesen Monat im Monat von PlayStation Plus. Ansonsten, das war's noch von mir und viel Spaß noch.